Guten Tag. Kann ich bitte die Personalabteilung haben? Barsch hier. Guten Tag. Ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich zum nächsten Ersten kündige. Doch, doch, aber das hat persönliche Gründe. Ich würde bis dahin gerne meinen Resturlaub nehmen, geht das? Gut, dann schicke ich Ihnen morgen die schriftliche Kündigung zu. Nein, die habe ich letzte Woche schon mitgenommen. Danke. Thank you.
Hottenhotte. Heute nur eine? Ja, muss noch auf Uschis Geburtstag. Auch schön. Mensch, ich glaube, der hat sich umgebracht. Was? Wer? Gib mal. Quatsch. So schnell bringt man sie nicht um. Der hat sowieso ein Ding zu laufen. So, alles okay? Kassette. 6 Mark. Danke. Tschüss. Tschüss dann. Bye.
liebe meine Frau wirklich sehr. Aber vor ein paar Monaten begann sie öfter stark zu bluten, wenn wir das miteinander gehabt haben. Ich habe gesagt, geh doch mal zum Arzt. Aber das hat auch nichts gebracht. Er hat gemeint, sie wäre völlig gesund, der Idiot. Meine Frau hat mir auch immer wieder versichert, dass ich mir keine Gedanken zu machen brauche. Aber man kennt das ja schließlich. Überall schreiben sie, dass so etwas seelische Ursachen hat. Und ganz normal kann das nicht sein, oder? Wir haben uns dann ein bisschen was überlegt, waren besonders vorsichtig und so. Aber jedes Mal, wenn ich dachte, es bessert sich, blutete sie wieder wie ein abgestochenes Schwein. Ich hatte wahrscheinlich einfach nicht genug Zeit für sie. 6 Tage die Woche arbeiten, manchmal noch Überstunden. Alles für uns. Und die ganze Zeit bei der Arbeit dachte ich nur an unser Problem. Bloß so richtig nachdenken konnte ich nie darüber. Das war wie vernagelt in meinem Kopf. Ich hatte halt nicht Schwierigkeiten mit Frauen und so. Meine Frau schien das alles viel weniger auszumachen als mir. Manchmal wusste ich nicht mehr, wer von uns beiden nun der Kranke ist. Dazu noch ihre verständnisvolle Art. Nein, es liegt nicht an dir. Nein, ich bin nicht deprimiert. Es macht mir auch Spaß mit dir. Langsam hatte ich die Nase voll. Es machte mich aggressiv. Dann wollte sie mich wieder beruhigen. Und das macht mich noch wütender. Ich konnte diese Freundlichkeit nicht länger ertragen. Verstehen Sie das? Ich bin im Bett auch immer auf sie eingegangen. Ich habe sie nie einfach benutzt. Warum straft sie mich dann damit? Ich dachte, irgendwas stimmt doch da nicht. Gestern war unser Hochzeitstag. Und wir wollten uns einen besonders schönen Tag machen. Ich habe mir extra freigenommen in der Firma. Obwohl so viel zu tun ist im Moment. Aber diesen Tag wollte ich ganz allein mit meiner Frau verbringen. Wir gingen erst ins Museum, dann in ein überteuertes Restaurant und danach noch ins Kino. Ich war irgendwie misstrauisch. Aber meine Frau war so fröhlich den ganzen Tag über und als wir dann früh ins Bett gingen, da wusste ich, das muss gut werden. Schien auch bestens zu funktionieren. Und ich war echt froh, dass alles wieder in Ordnung war. Auf einmal fängt sie an zu weinen. Ich musste gar nicht mehr fragen, was los ist, denn ich spürte ja, wie es wieder nass wurde bei ihr untenrum. Das war's dann. Der ganze Hass der letzten Monate kam aus mir raus. Und dann war es mir auch ganz egal. Ich nahm mein Fahrrad.
Trennen sie ihren Kopf vom Leiber und die ganze Scheiße lief aus ihr raus. Alles war vorbei und die ganze immer wieder Scheiße lief ich raus. Zu und der Leib auf und blähte sich auf vorbei. Und dann platzte sie.
Thank you.
Moment.
es die erste Rolle? Tja, Rolle 1. Sind die Kollegen alle drin? Ja, die sitzen schon im Vorführraum. Okay, dann Licht aus. Okay, das ist jetzt scheinbar ein Test hier. Gut, ich gehe da nach oben. Jo. Achtung, jetzt kommt der Ton gleich. Die Wahl seines Ziels ist dem Amokläufer nicht immer bewusst. Der Drang nach einer spektakulären Öffentlichkeit entspringt bisweilen dem Wunsch, ein Ungleichgewicht zu korrigieren. Durch den Tötungsakt kompensiert er oder sie den eigenen Mangel an Öffentlichkeit, an Bedeutung. Im ausgehenden 20. Jahrhundert hat der Mensch gelernt, nicht mehr alles zu ertragen. Auf Unglück und Ungerechtigkeit reagiert er nicht mehr mit der stoischen Ruhe einer Kuh, die im Regen steht. Man hat ihm das Gefühl gegeben, dass er eine gewisse Beachtung als Individuum verdient hat. Früher passiv, wurde er nun reaktiv. Also denkt auch der potenziell vom Lebensekel geplagte, der Selbstmordkandidat, nicht mehr nur an den stillen, einsamen Freitod. Die vom Leben betrogene Kreatur will ein letztes Zeichen setzen, sozusagen durch die Art ihres Todes dem Leben einen posthumen Sinn verleihen. Die Frustration über die eigene Existenz und die Missachtung durch eine rücksichtslos vorwärtsstrebende Gesellschaft macht sich Luft in diesem universellen Racheakt. Der Amok-Selbstmörder scheint all die betroffen machen bzw. treffen zu wollen, die ihn ein Leben lang ignorierten. Er macht zumindest einmal Geschichte, steht einmal im Rampenlicht und endlich hat man Interesse an seiner Biografie. Er entkommt dem toten Leben in einen lebendigen Tod, in der Gewissheit, dass er für einige Tage die nahezu ungeteilte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit besitzen wird. Diese absurde Hoffnung ist vielleicht echter und spürbarer für ihn, als sein ganzes, eigentlich nie wirklich gelebtes Leben. Der Amokläufer ist der Märtyrer der Postmoderne.
So, jetzt kommt die Rolle 2. Ja, hier ist Lichteinfall. Und jetzt kommt Rolle 3, die Kamera von hinten.
Ah!
Todeskult, der macht, dass Menschen nicht mehr leben wollen. Thank you.